zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Es ist raus, das neue Dino-Welt-Magazin. Wir müssen mal gleich schauen, welche Nummer das mittlerweile ist. Mit Dino-Figuren. Ich habe sie schon mal vom Magazin gelöst. So sieht's aus. Es ist absolut spektakulär. Wir haben hier einen gestreiften T-Rex. Wir haben zwei Eier. Wir haben Triceratops. Wir haben zwei Pflanzen mit dabei. Also insgesamt sechs Teile. Keine sechs Dino-Figuren, sind eigentlich nur zwei, aber der Rest ist auch mit dabei. So hat sich gereimt. Das fängt doch bestens an. So sieht's aus. Das hier ist das Cover Dino-Welt Bull und natürlich tolle Geschenke mit dabei. Wir haben zwei Dino-Geschichten im Heft. Wir haben coole Dino-Füße. Das hat man schon öfters in dieser Ausgabe gefunden. Poster haben wir drin. Und Dino-Köttel-Rezept, Leute. Dino-Köttel. Großartig. Hatten wir schon in meiner Kindheit. Der Hammer. Und Ausmalbilder, Rätsel, natürlich Labyrinth noch mit dabei. Und jetzt kommen. Wir haben hier die Nummer 20. Die Nummer 20 kostet in Deutschland 5,99 Euro. Das ist eine Hausnummer. Aber dafür kriegt ihr hier auch etwas geboten. Ich würde sagen, wir schauen hier wieder rein. Einfach ein paar Seiten. Und dann packen wir die Geschichten hier aus, selbstverständlich. Und schauen uns das mal aus der Nähe an. Hier fällt mir zum Beispiel schon was auf, was nicht so unbedingt Dinosaurier-like ist. Wisst ihr schon was? Ja? Nein? Egal, ich löse es gleich auf. Also, hier, komm, geht los. Und wie es aussieht, haben sie das Design wieder zurückgesetzt, haben sie wieder geändert. Ich meine, die letzte oder vorletzte Ausgabe hat anders ausgesehen vom Design her. Hier wieder willkommen. Das Magazin richtet sich natürlich an die jüngsten Dino-Fans und Fanininininnen und natürlich auch deren Eltern, denn das hier ist halt absolut ideal für Leseanfänger oder halt für die ganz Kleinen, wo man die ganzen Geschichten hier noch vorlesen kann und die Kleinen können nebenher die Bilder angucken. Super interessant, auf jeden Fall. Und dazu auch noch Spiele, Rätsel, Labyrinthe, Ausmalbilder. Also sind schon coole Hefte, wie ich finde, für die kleinen Dino-Fans. Ja, hier geht's los mit dem Schleichtyrannosaurus Rex, mit einem Papo-Triceratops, mit einem Freizeitpark-Stegosaurus, einem Freizeitpark-Brontosaurus und einem Papo Ankylosaurus und jeweils ein kleiner Begleittext mit dazu. Lies dir die Fakten über die Dinos durch und male dann den Fußabdruck neben deinem liebsten Dino aus. Also hier sind Fußabdrücke, die aber überhaupt nicht mit den Dinos übereinstimmen. 0,0. T-Rex lasse ich noch durchgehen, aber alle anderen stimmen halt 0,0. Warum? Fragezeichen. Dann gehen wir weiter auf diese Seite. Hier haben wir ein Ausmalbild. Malen nach Zahlen. Ihr seht hier überall kleine Zahlen drin stehen. Ne? Hier 6, dann haben wir hier 7. Und hier seht ihr Bleistifte, Buntstifte nebendran und entsprechend die Farben hier benummert wurden, könnt ihr dieses Bild hier ausmalen. Und nebenbei immer so kleine Fakten. Die Zähne des Tyrannosaurus Rex waren so groß wie Bananen. Und hier könnt ihr auch versuchen, Bananen nachzumalen. Punkte sind schon vorgegeben, wo man anfängt. Die Punkte sind immer ein bisschen dicker und hier einfach mal versuchen nachzuschreiben, nachzumalen. Schon gewusst, Untersuchungen von Triceratops-Fossilien lassen darauf schließen, dass dieser Dino sogar einen T-Rex in die Flucht schlagen konnte. Ja, definitiv mit seinen Hörnern war nicht zu spaßen. So, dann gehen wir auf die nächsten zwei Seiten. Hier seht ihr die Geschichte. Die heißt hier Flucht vor dem T-Rex. Ihr seht, die sind alle goldig bemalt. Das hier ist aber eher lieb gemacht, wie ihr seht. Das hier ist der böse, böse T-Rex, ein Stegosaurus und noch ein weiterer Pflanzenfresser. Ne? Und Rexy will wahrscheinlich die Kekse klauen. Und nix wie weg mit den Keksen. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es euch ja in aller Ruhe durchlesen. Ihr seht, ist auch relativ groß geschrieben. Kann sogar Oma und Opa vorlesen. Ne? Von dem her ideal. So, dann springen wir hier mal zur Heftmitte. Ja, hier Fakt oder Quatsch. Auch interessant, findest du die Aussage über den Spinosaurus ist totaler Quatsch. Hier seht ihr einen lustigen Spinosaurus und hier könnt ihr wieder abhaken, ankreuzen, wie auch immer. Was ist richtig, was ist falsch? Ne? Ein Haken da, wo die Aussage richtig ist, ein Kreuz da, wo die Aussage Quatsch ist. Ja, ich sehe jetzt hier schon eine falsche Aussage und zwar, der Spinosaurus hatte an jedem Fuß 5 Zehen. Er hatte definitiv nicht 5 Zehen.
sondern eigentlich nur, ihr seht's hier, ne? Also das wäre zum Beispiel Quatsch. Dann was? Der Spinosaurus war länger und schwerer als der riesige T-Rex. Ja, definitiv, das ist wahr. Ja, und das könnt ihr hier mit allen Fragen hier entsprechend beantworten. Dann haben wir hier ein Poster, das schauen wir uns gleich mal an. Aha, hier einfach ein buntes, gemischtes Poster mit unterschiedlichen Polaroid-Bildern von Dinosauriern mit einem netten Hintergrund. Das könnt ihr euch aufhängen. Klasse. Oder was haben wir hier? Oh, das hier ist ein Ceratosaurus. Erkennt man an den Hörnern. Auch ein cooles Poster zum Brüllen schön. Ne? Entweder das hier oder das hier. Ihr habt die Qual der Wahl, was ihr bei euch aufhängen wollt. Dann, was haben wir hier? Oh, sehr gut. Wie lautet dein Dinosauriername? Finde mit dem Anfangsbuchstaben deines Vornamens und deinem Geburtsmonat deinen Dinosauriernamen heraus. Also, hier haben wir die Anfangsbuchstaben und hier die Monate. Also, schauen wir mal. Rupi, R, mächtiger. Und Geburtsmonat ist Juni, Spitzzahn. Also ich wäre ein mächtiger Spitzzahn. Das könnt ihr hier reinschreiben. Mächtiger Spitzzahn, so wäre mein Dinosauriername. Ja, sehr schön. Komm, wir blättern weiter zu diesen zwei Seiten. Und hier könnt ihr euch Dinosaurierfüße basteln. Das haben wir auch schon in verschiedenen Ausgaben drin gehabt. Das heißt, ihr nehmt euch einfach zwei Pappschachteln, Schuhkarton oder solche Tissot-Tücher, ne? Kinderfüße passen da auch rein. Dann habt ihr hier Punkte zum Draufkleben und hier habt ihr natürlich auch gefährliche Dino-Krallen, die ihr einfach vorne draufklebt, dann reinschlüpfen mit den Füßen und durch die Wohnung stapfen. So sieht's aus. Also, so könnt ihr euch ganz einfach Dinosaurierfüße basteln. Dann schauen wir uns noch die zwei Seiten an. Hier habt ihr auch nochmal ein schönes, großes Ausmalbild. In diesem Fall ist es, na, was ist es? Dino-Forscher wissen das, ne? Hier hat auch ein bisschen eine dickere Outline bekommen, damit es ein bisschen einfacher ist zum Ausmalen. Gerade Malzeichenanfänger haben ein bisschen Schwierigkeiten. Die malen meistens über den Rand raus. Darum haben sie das hier ein bisschen dicker gedruckt, ne? Aber schön gemacht, hat hier auch noch so einzelne Flecken drin, die ihr dann mit einer anderen Farbe anmalen könnt. Die Krallen könnt ihr extra bemalen, die Hörner extra bemalen. Baum, Zweige, Blätter. Also da habt ihr einiges zu tun, bis das hier ausgemalt ist. Das kann ich euch sagen. So, dann nochmal zwei Seiten. Und zwar hier die Dino-Köttel, Leute. Großartig und sau lecker. Das brauchst du. 20 Vollkornkekse, 125 Gramm Butter, 200 Gramm Kondensmilch, 2 Esslöffel Kakaopulver, noch mehr Kakaopulver zum Bestäuben und eine erwachsene Person, die hilft. Lege die Kekse in eine Plastiktüte und rolle mit einem Nudelholz drüber, bis sie fein zerkrümelt sind. Ihr könnt sie auch unter ein Handtuch legen und ganz fest so draufhauen, bis ihr halt Brösel habt, ne? Lass die Butter in einer kleinen Pfanne auf kleiner Flamme schmelzen, rühre die Kondensmilch unter und lasse alles leicht abkühlen. Gib die zerkrümelten Kekse und 2 Esslöffel Kakaopulver dazu und verrühre alles gut. Rolle die Mischung zu Bällchen und wälze sie in Kakaopulver, bis sie damit ganz bestäubt sind. Lagere sie zum Servieren im Kühlschrank. Also einfach ein bisschen abkühlen lassen und dann genießen. Die sind sau lecker, kann ich euch jetzt schon sagen. So, hier habt ihr noch ein cooles Dinosaurierposter in verrückten Farben. Und noch vieles, vieles, vieles mehr in diesem Magazin. Ich find's nett, gerade für jüngere Dinosaurier-Fans ist es eine tolle Geschichte. Wiederholt sich zwar immer und immer mal wieder mit dem Inhalt, aber die Beilagen sind halt meistens recht spektakulär und toll zum Spielen. Ich meine, dass es hier billig ist ohne Ende, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber unterhalten. Wenn ihr sowas in der Hand habt, dann wisst ihr, was ihr an den Minifiguren von Schleich und Co. habt. Ja, das kann man hier absolut nicht mit vergleichen. Aber ich finde es toll, was sie hier dem Heft immer beigeben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich hole die Geschichten hier mal alle aus der Verpackung raus und wir schauen uns das alles Stück für Stück an. Und ich beginne hier mal mit diesen Eiern. Die sind rosafarben und hohl, die Dinger. Ja, also ihr könnt es ganz leicht eindrücken, wie ihr seht. Ihr könnt es aber auch wieder rauspoppen. Ja, das sind keine Dino-Eier. Das sind Hühnereier, aber keine Dino-Eier. Dino-Eier werden entweder rund oder ovaler.
Also nur oben und unten rund, an den Seiten eher gerade. Das hier sind Hühnereier. Das hat jetzt nicht wirklich viel mit den Dinos zu tun, die wir hier in der Ausgabe finden. Okay, also das einfach dazu. Und ich fange hier mal mit dem Triceratops an. Ist eine schöne große Figur, aber ich möchte mal wissen, wie er sich das Ding hier aus dem gedrückt haben soll. Also die sind, ja, also der Triceratops würde ganz einfach explodieren. Wie das möglich sein soll, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber zum Spielen kommen ist absolut okay. Ist in Ordnung. Übrigens die Eier, damit das mal wisst, ne? Auweia, auweia, die Eier haben hier eine Größe von 3,5 cm in der Länge. Ist der Knaller. So, dann hier der Trizi, der Triceratops. Hier rollen mir die Eier davon. Hat hier eine Länge von 13,5, knapp 14 Zentimeter und eine Höhe, wenn ihr es auch noch wissen wollt, an den Hörnern gemessen, ja, von knapp 6 cm. Ist rot gegossen, ganz schrecklich schlecht zusammengeklebt. Seht ihr das in der Mitte? Also das Vorderteil wurde gegossen, das Hinterteil wurde gegossen und dann hat man es hier zusammengeklebt. Boah, das ist so unterirdisch schlecht. Unfassbar. Die Figur ist auch noch hohl. Ist ein PVC, würde ich mal sagen. Ja, die Hörner sind so, dass sie ein bisschen biegen können, sind also nicht tödlich. Aber sind hier doch schon ein bisschen spitz. Was mir persönlich ja gut gefällt, für Kinder ist es halt nicht ganz so optimal. Und ja, dann wurde es halt ganz grob noch mit Schwarz besprüht. Einfach hier zack drüber und fertig ist das Ding. Aber sie haben die Augen auch noch mit einem schwarzen Punkt versehen. Ja, das hier ist ein ganz einfach. Ja, und dann hat er hier auch noch so Rückenstacheln, wie man sehen kann. Ich finde die Pose jetzt gar nicht so schlecht. Kopf ist angehoben. Übrigens auch das hier ist ziemlich spitz, das Ganze. Gussnasen geht eigentlich, aber die Montage ist halt unterirdisch schlecht. Ne? Zum Spielen auf dem Spielplatz, Sandkasten kann man es auf jeden Fall verwenden. Das steht außer Frage. Ne? Hat auch ein paar nette Details, was die Struktur der Schuppen, der Haut angeht. Der schnabelähnliche Maulfortsatz hier vorne. Hier unten sind es dann eher breitere Schuppen. Man sieht die Halsfalten. Na, hier seitlich eher eine Hautstruktur. Man sieht ein paar Osteoderme. Die Muskeln wurden hier angedeutet. Ganz einfach gemacht, aber nicht schlecht, muss man sagen. Hat man alles schon schlimmer gesehen. Ich meine, man ist hier schon eigentlich auf dem Boden der Spielzeuge angekommen, aber es geht tatsächlich noch tiefer. Ja, also ich möchte es nicht schlecht reden. Es ist eine coole Heftbeigabe zum Spielen, absolut ideal. So, und dazu gibt es als Gegner auch noch den Fleischfresser, Pflanzenfresser, Fleischfresser, Klassiker, T-Rex gegen Triceratops. Der T-Rex ist ja ebenfalls in Rot gegossen, in zwei Teilen. Hier seht ihr, wie es zusammengeklebt wurde. Ne? Hier geht es einfach mal rundum. So sieht's aus. Mit Schwarz besprüht, ganz derb. Es ist so unterirdisch. Es ist der Hammer. Ne? Ja, das Maul geöffnet. Die Zähne haben sie nicht extra bemalt. Aber ein Punkt als Augen hat er auf jeden Fall noch bekommen. Er guckt eher ein bisschen betrübt als gefährlich, wenn er mich fragt. Man sieht hier schöne große Gussnasen. Die Montagestelle ist absolut heftig. Scharfe Stellen auch hier. Jetzt keine zu finden. Die Klauen, schön klein, mit zwei Krallen, jawohl, auch hier Gussnasen des Todes, die aber nicht allzu weit abstehen. Die Füße, kann er überhaupt stehen, weil die Füße sind hier echt über den Onkel, ne? Nee, er kann nicht stehen. Das ist natürlich nicht ganz so optimal. Müsst ihr unter warmes Wasser halten, die Beine ein bisschen zurechtbiegen und dann bleibt er auch stehen. Warte mal, wenn ich das hier ein bisschen heftig biege, was ihr bei euren richtigen Figuren bitte nicht macht, dann kann er wenigstens ganz kurz stehen. Seht ihr das? Jetzt bleibt er stehen, der Gute. Wird aber gleich wieder umfallen. Ganz schnell die Länge messen. Ich komme hier auf eine Länge von 16 cm. Wow! Und er hat eine Höhe von knapp 9 cm. Immerhin, oder? Ist doch schon was. Und auch er hat, wie ich finde, doch ein paar nette Details bekommen, gerade was das Muster der Haut angeht. Die Zunge steht ein bisschen hoch, was mir auch gut gefällt. Hat ein bisschen müde Augen bekommen, ja. Schöne Falten am Hals. Hier auch die Muskeln ein bisschen angedeutet. Hier totale Abrisse, was die Farbe angeht. Und Farbabschürfungen hier. Boah, guck's dir an. Ah, das ist schon echt unterirdisch.
Da weißt du wieder, was du an den klassischen Herstellern hast, ne? Aber ja, wie schon gesagt, Heftbeilage, angelegte Innenklaue, kann man ja auch sehen. Die Krallen hier unten, vogelähnlicher Fuß, die Schuppen laufen hier eher breiter aus. Kräftige Waderln, kräftige Schenkel, Schwänzchen ist ein bisschen kurz geworden, aber egal. Den Anspruch haben die Figuren überhaupt nicht. Ihr seht, wie es die Beine schon wieder zusammenbiegt. Ich muss es nochmal auseinander machen, damit ich die zwei hier mal gegenüberstellen kann. Der T-Rex und der Triceratops. Ne? Klasse, wie er hochguckt. Ist also heftig am Nicken, dass er ihn erwischt, den Bösewicht. Ja, der ihm hier ans Fleisch möchte. Ich stelle es mal so rum. So rum könnt ihr das auch aufstellen. Und... Oh, und der Triceratops. Oh, jetzt ist vorbei. Jetzt muss ich die Beine wieder richtig auseinanderbiegen. Also es ist für mich so ein Soft-PVC-Material. Es ist weder Gummi noch Plastik irgendwie. Ne? Es ist so irgendwie was dazwischen. So, nochmal hinstellen. Und der Triceratops bewacht hier natürlich seine Eier. Ne? Aber die müssen nicht nur einfach so in der Gegend rumschaukeln, denn wir haben hier ja auch noch Pflanzen mit dabei, was ich super finde. Klasse, ganz einfach, ganz weich, sieht aus wie so typische Aquarium-Wasserpflanzen, so künstliche, die ihr dann entsprechend halt in Kies stopfen könnt. Und da haben wir auch noch zwei Stück mit dabei und die können wir jetzt hier ein bisschen, keine Ahnung, als Nest, als Strauchwerk aufbauen. Ja, und der Triceratops beschützt hier tapfer die Eier, seine Eier, vor diesem bösen, bösen Tyrannosaurus Rex. So, stups, und zack, da liegt er, ne? Der T-Rex. So sieht's aus. Also, wie schon gesagt, ist ganz einfach gemacht, aber ist eine coole Heftbeilage. Meine Güte, ist doch super. Zum Spielen, zum Aufstellen, zum Spaß haben, absolut optimal. Was will man mehr? Die Eier, nicht ganz so der Burner. Aber ja, komm. Ja, und das kriegt ihr hier in dieser Dino-Welt-Ausgabe. Das ist ganz aktuell hier die Nummer 20/2023, kostet in Deutschland 5,99 Euro, also 6 Euro, falls ihr die übrig habt. Ja, viel Spaß damit und eignet sich natürlich auch bestens zum Repainten, wenn ihr das machen wollt. Ja, zum Anfang, wenn ihr noch keine Erfahrung habt oder irgendwie mit Farben ausprobieren wollt, absolut ideal. Könnt ihr nichts kaputt machen. Ist auf jeden Fall ein tolles Mitbringsel für kleine, junge Dino-Begeisterte und selbst so alte Jockel wie mich, ja, kriegst du mit so Zeug immer wieder hinterm Ofen vor. Ich find's klasse. Leute, ihr wisst Bescheid, Dino-Welt Bull, tolle Geschenke mit dabei. Schöne Ausgabe mit Dino-Köttel zum selber machen und zwei Dinos, Triceratops, T-Rex, zwei Eier, ja, Hühnereier und Strauchwerk, perfekt zum Spielen. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ganz viel Spaß mit eurer Ausgabe, mit euren Figuren, mit eurer Dino-Welt. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay! Yeah.